Jeder will ein stabiles Low-End im Mix, du auch, oder? Aber während es bei Synth-Bässen noch relativ einfach ist, einen stabilen Bass hinzubekommen, scheiden sich bei echten Bassgitarren dann doch die Geister. Gut, wenn man sich bei einer Mixing-Legende wie Andrew Wallace einfach mal einen Trick ausborgen kann, um auch den knurrigsten Drahtbass untenrum stabil zu machen. Ich zeige dir gleich nicht nur, wie Andrew das macht, sondern auch zusätzlich noch eine kostenlose Alternative, falls du noch nicht dem Plug-in-Wahnsinn verfallen sein solltest. Jetzt in deinem präsentiert von Focusrite, Storia Mastering und Noiseworks. Andrew Wallace ist bei seiner Außendarstellung in den geläufigen Online-Medien vielleicht nicht so laut wie seine Kollegen Chris Lord Elgie oder Andrew Sheps. Nichtsdestotrotz wird bei einem Blick in seine Diskografie relativ schnell klar, dass dieser Mann genau weiß, was er tut. Und das seit über 40 Jahren. Und wenn du jetzt denkst, naja, seine Mixe von Slayer, Nirvana oder Rage Against the Machine sind ja auch schon über 30 Jahre her, seitdem hat sich ja sehr, sehr viel geändert, dann schau doch mal ein bisschen tiefer unten in der Liste. Da findest du nämlich die letzten drei Alben von Ghost, die hat Andrew nämlich auch gemischt. Er kann es also anscheinend immer noch. Das aber nur nebenbei bemerkt, du bist ja nicht wegen musikalischem Geschichtsunterricht hier, sondern wegen einem Trick für einen fetten Bass. Also, Andrew Wallace mischt an seiner Konsole, um genau zu sein an einer SSL-Version G und benutzt der Legende nach für den Bass noch vorgeschaltet einen Neve Preamp mit Klangregelung. Aber keine Angst, du musst jetzt weder das Original in Hardware noch einen überteuerten VST-Klon benutzen. Wie es auch ohne geht, das zeige ich dir gleich. Jetzt aber erstmal zu Andrews Variante. Also, ein Neve. Hier zum Beispiel ein 1073 mit EQ und bei dem nimmst du dann das tiefe Band hier unten und stellst es auf 35 Hertz ein. Das ist ungefähr die Grundfrequenz der tiefen E-Seite bei einem Vierseiter. Die liegt zwar eigentlich eher bei 40 Hertz, 36 Hertz ist dann schon das nächste D darunter. Der Neve kann aber nur 35, aber wenn das für Andrew passen sollte, dann passt es für mich allemal. Und jetzt drehst du hier bei 35 Hertz volle Pulle auf. Dabei passiert Folgendes. Heftig, oder? Andrew geht dann mit dem Signal direkt in seine SSL, in der er dann neben der Klangregelung auch und vor allem den Kompressor benutzt, um dieses Mega-Low-End dann auch wieder einzufangen. Also, beim SSL erstmal ein Sicherheits-Low-Cut bei ungefähr 30 Hertz, sicher ist sicher, und dann am Kompressor den Threshold so einstellen, dass er bei einer 4:1 Ratio und Release nach Geschmack ungefähr bei 6 dB leuchtet, also 6 dB komprimiert. Das klingt dann wie folgt. Sollte das dann zu viel Low-End sein, kannst du am 1073 natürlich einfach so weit zurückregeln, bis es passt. Soweit, so gut. Und jetzt die Variante ohne teure Plugins. Hier mal mit den Stock-Plugins von Studio One, aber ich bin sicher, dass es ähnliche Analog-Plugin-Simulationen in deiner DAW auch gibt. Wir nehmen mal hier den Fat-Channel, der ist mitgeliefert. Hier gibt es verschiedene Kompressormodelle, wie du hier siehst, und verschiedene Equalizer-Modelle. Wichtig ist erstmal, dass wir die richtige Reihenfolge einstellen. Also erst Equalizer und dann Kompressor. Das kannst du hier mit diesem Pfeil hier ändern. Dann hast du erst den Equalizer und dann den Kompressor. Und jetzt nehmen wir mal hier den Equalizer, den aktivieren wir, wählen hier ein passendes Modell aus und hier der Vintage, der ist ähnlich einem Neve, wie du hier auch sehen kannst natürlich. Da schalten wir mal auf 35 Hertz hier unten und dann, wie gerade beim Neve auch schon, volle Pulle reindrehen. Das war es im Prinzip schon. Können direkt weiterziehen zum Kompressor. Hier wähle ich mal, weil kein SSL-Kompressor in meiner Studio One Version dabei ist, den Tube-Kompressor. Auch der sollte richtig funktionieren. Und wir können uns jetzt einfach mal kurz anhören, wie das Ganze zusammenspielt. Wir haben schon die Bässe angehoben und stellen jetzt den Kompressor so ein, dass er auch ungefähr 6 dB komprimiert und dann genauso laut rausgeht, wie er reingekommen ist. Also aktivieren wir mal den Kompressor und los geht's. Bypass.
Also ein bisschen lauter, also ein bisschen raus. So soll es ungefähr passen. Jetzt hören wir uns das Ganze mal im Mix an. Und wenn es zu viel sein sollte, können wir wie beim Trick vorher auch beim Equalizer wieder hier ein bisschen rausdrehen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze verhält. Jetzt im Mix. Sowohl beim Originaltrick als auch bei der Gratis-Variante gilt natürlich wie immer, die Dosis macht das Gift. Also übertreib es bitte nicht und du wirst demnächst in jedem Mix ein stabiles Low-End auch mit dem knurrigsten Drahtbass hinbekommen. Danke Andrew für den Trick, den ich wiederum aus einem Video von Greenlight Sound gelernt habe. Und wenn du nicht nur ein fettes Low-End im Bass haben willst, sondern der Bass sich logischerweise auch auf einem Handy stabil anhören soll, dann schau doch als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und Yassou!